25% der Holzmenge im Freistaat Bayern kommen von den Bayerischen Staatsforsten. Sie sind daher ein ganz wichtiger Marktteilnehmer. Umso bedeutsamer ist es, dass Sie dieser Rolle gerecht werden und langfristige, flexible Verträge mit vielen Anbietern schließen. Wichtig ist mir, dass auch die regionale Holzwirtschaft, die regionalen Sägewerke hier nicht zu kurz kommen und dass man solche Fehler, wie man früher mit dem Klausner-Vertrag gemacht hat, der dann von einem russischen Großkonzern Ilim Timber übernommen wurde, nicht wiederholt. Wir brauchen unser bayerisches Holz für die bayerische Bauwirtschaft. Wir wollen mit Holz bauen. Wir wollen diesen Rohstoff nutzen, aber das heißt auch, dass wir über die Bayerischen Staatsforsten der Wirtschaft, der Bauwirtschaft, bezahlbares Holz zur Verfügung stellen müssen und das in ausreichender Menge. Das ist unsere Aufgabe für die Zukunft. Wir als Freie Wähler Landtagsfraktion haben hier in den vergangenen Jahren maßgeblich mit dazu beigetragen, dass die Bayerischen Staatsforsten nun auf einem guten Weg sind. Wir werden Sie auf diesem Weg weiter begleiten, Impulse setzen, wie gesagt, ausreichend Material für die Bauwirtschaft zur Verfügung stellen, bezahlbares Holz und auch für den bayerischen Mittelstand, für unsere bayerischen Sägewerksunternehmen eine gute und verlässliche Grundlage, ein guter Partner bleiben.